Reden wir drüber? Oder machst du einen auf John Wayne? Ist nicht leicht, sein Mann mit der Feuerwehr zu teilen. Nimmst du den kleinen Stinker? Er ist kein Stinker. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Zieht euch diese wunderbare Aussicht rein. Denn ihr werdet diese reine Schönheit der Wildnis nie wiedersehen. Was ist das? Das Feuer bedroht Häuser und Menschen. Ich will die Granite Mountains. Es ist soweit. Ihr seid Hotshots. Wir haben unsere eigene Hotshots-Spezialeinheit. Wenn das Feuer unsere Schneise überwindet, rast es direkt auf die Station. Die Feuerwarte ist nur Sekunden entfernt. Es wird sein wie das Ende der Welt. Solange ihr atmen könnt, werdet ihr überleben. Wir gehen das Feuer direkt an und retten unsere Stadt. Komm her! Kein Chef kann in diesem Augenblick stolzer sein, als ich es auf euch bin, Jungs. Ihr werdet angegriffen! Heftiger Tag, hm? Wissenschaftliche Experimente, die vom Himmel fallen. George in dem Flugzeug zu transportieren, ist ein schwerer Fehler. Ach, wir haben das schon im Griff. Retten wir mal die Welt. Ich hab's gleich wieder. Hab's gleich wieder. Sie müssen ganz Chicago evakuieren. George hat das nicht gewollt. Die werden ihn umbringen. Aber nicht mit mir. Was im Fluss? Ich habe gerade gedacht, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Riesenkrokodil. Wir haben es kapiert. Du suchst deinen verlorenen Hund Spots. Kennt ihn jemand? Nein. I've lost all of my pride. Spots, wenn er noch lebt, wird höchstwahrscheinlich genau in diesem Moment gegen seinen Willen festgehalten. Irgendjemand hackt irgendwas aus. Hilfst du ihm? Dem kleinen Piloten? Wieso sollte ich? Weil er ein 12-jähriger Junge ist. Hunde lieben die. Wir finden ihn. Wo er auch sein mag, wenn er noch lebt, finden wir deinen Hund. Es gibt einen Kampf! Wenn nur jemand seine Sprache sprechen würde. Wow! Richtung Norden, ein langer, wackeliger Weg über schlammiges Sumpfland, der zu einer radioaktiven Mülldeponie führt, verseucht von toxischen chemischen Abfällen. Das ist unser Ziel. Toll. Alles klar. Bereit für Absprung. Du bist kein Scheißheld. Du bist nur ein Clown. Verkleidet als Sexspielzeug. Du bist so düster. Sicher, dass du nicht aus dem DC-Universum kommst. Zeig's mir, einäugiger Willy. Ja, deine Kugeln, die sind echt schnell. Und wir haben zu guter Letzt... Peter. Irgendwelche erwähnenswerten Kräfte? Nein, ich hab keine. Ich hab nur die Anzeige gesehen. Du bist dabei? Du siehst gut aus. Ein bisschen heruntergekommen, aber gut. Ich hätte einen Job. Du Wahnsinnsgangster. Ich stelle eine Crew zusammen.
Ich habe lange auf so eine Chance gewartet. Was denkst du? Ach, was hast du denn schon? Nenn mir einen Grund, dich nicht zu töten. Wenn du mit uns kommst, wirst du dieses Leben für immer führen. Vielleicht schnallst du dich besser an, Baby. Da kommen sie! Ich gebe dir mal einen Tipp. Rechne damit, dass dich jeder betrügt. Du wirst dich für den Rest deines Lebens in Acht nehmen müssen. Ich habe da ein ganz großartiges Gefühl. Seit wann kannst du denn fliegen? 190 Jahre alt? Hast dich gut gehalten? Das ist unser bester Job! Chewie! Solo, A Star Wars Story.